2 hier mit dem DLC Busbetrieb Simulator. Schön, dass ihr einschaltet und ich freue mich natürlich. Ja, hier gibt es ein paar interessante Sachen. Und zwar, wir sind ja jetzt hier aktuell bei den Bonustouren, die wir hier machen können. Täglich sind für den Betrieb neue Bonustouren verfügbar. Fährst du diese Tour, erhältst du als Bonus die angegebenen Erfahrungspunkte. Ich habe jetzt gerade herausgefunden, dass ihr diese Touren zu dieser Zeit auch spielen müsst. Also, anders als wir jetzt hier, dass wir jetzt hier einfach sagen können, ach, wir fahren jetzt einfach mal eine spontane Tour hier, X10 und bla bla bla. Ja, können wir jetzt hier einfach fahren, wie wir wollen. Wenn wir jetzt hier auf Bonustouren gehen, dann müsst ihr diese von 12:14 Uhr bis 12:33 Uhr auch spielen. Das ist eine coole Sache. Dafür bekommt ihr dann auch diese Erfahrungspunkte hier hinten, die hier stehen. Und ich hatte jetzt hier unten den angenommen. Das heißt, ihr müsst gucken, wann ihr Zeit habt dafür. Das ist eine coole Sache, muss ich ganz ehrlich gestehen. Finde ich nett, ja. Deswegen sind hier unten die auch relativ spät hier, damit man auch abends dann irgendwie mal, wenn man da vielleicht Zeit gerade hat, diese Touren fahren kann. Wollte hier oben den annehmen. Leider ist der schon weg, obwohl hier steht verfügbar. Weiß ich nicht, warum das so ist. Das wollte ich euch nur mal gerade einfach mal so sagen. Ich finde das klasse, ja. Wir nehmen uns aber jetzt noch mal eine spontane Tour. Wählen uns jetzt hier mal noch eine Tour aus. Rammradbrücke nach Stadt. Och ja, guck mal hier. 11 Minuten. Von Halensee nach Herzallee sind 14 Minuten. Sind 9 Haltestellen. Rammradbrücke, Terminus nach, ja. Schicht unverbindlich übernehmen. Jetzt wählen wir uns einen Bus aus. Dann versuchen wir jetzt natürlich den gleichen Bus zu nehmen, wie wir jetzt auch davor hatten. Übrigens, der Ice Dragon hat sich das Spiel jetzt auch gekauft. Und juhu! Ich freue mich, dass endlich mal jemand aus unserer Gruppe jetzt auch noch OMSI spielt. Und wenn sich der Swingen jetzt erstmal damit auseinandersetzen muss, weil OMSI ist jetzt kein leichtes Spiel. Also ich hoffe, das war unser hier, den wir hier hatten. Letzter Fahrer war PDP Philipp. Mit diesem Bus fahren. Nee, das ist aber der falsche. Guck mal. Das ist nicht der richtige Bus. Das ist doch der Citaro 3 hier. Zeigt da wohl nicht richtig an. So, wo ist denn jetzt so unser? 530. Ecolift? Nein. Oder Live? Wo ist denn jetzt unser Bus hin, verdammt? Hier, mit dem Solo-Bus. Genau. Letzter Fahrer war Bio. Mit diesem Bus wollen wir auch wieder fahren. Wählen das aus. Sagen einfach Zack. Und mehr müssen wir nicht machen. Ah, schön. Ich finde, wenn das funktioniert, wenn der Multiplayer, wenn der Online-Modus richtig funktioniert, die Server richtig stabil sind, ist das endlich das, was mir ewig lange in OMSI gefehlt hat. Das sage ich jetzt hier nicht so, weil ich jetzt, weiß ich nicht, ich habe dafür auch Geld bezahlt, so wie jeder andere auch. 25 Euro ist jetzt auch nicht gerade kleines Geld, muss ich dazu sagen. Aber dieser DLC macht wirklich, wenn der funktioniert, alles richtig. Und wenn wir jetzt noch mit dem Ice Dragon, jetzt sind wir schon zu zweit, jetzt müssen wir hier nur noch Geld verdienen zusammen, um dann unseren eigenen Betriebshof zu gründen. Hallo? Das ist super. Da könnt ihr dann gerne denn mit dabei sein, wenn ihr Lust habt, für unseren Busbetrieb zu arbeiten. Und ich werde das auch so machen, dass wir euch nicht so abzocken wie jetzt in dem Busbetriebshof, wo wir jetzt gerade arbeiten, weil der zockt uns definitiv ab. Ist definitiv, ja. Wir kommen hier einfach nicht zu Geld. Wir können uns hier gerade uns mal gleich die Lizenz setzen. Ich glaube, nachdem vielleicht uns die Lizenz kaufen, dass wir den Bus fahren dürfen. Aber diese 1800, die wir jetzt hier für den X10 DLC jetzt hier kaufen müssen, alter Falter, das ist ein bisschen viel Geld. Ich habe zusammengerechnet, das wären 6 Fahrten, 7 Fahrten von der Tour, die wir gerade gefahren haben. Ihr habt zwar eine Woche dazu Zeit, aber es ist trotzdem eine Menge einzustellen oder auch eine Menge zu fahren. So, müssen wir mal kurz wieder warten, bis er erstmal wieder alles nachgeladen hat hier. So, da stehen wir. Wir nutzen hier den Tourenplan aus. So, 620. Umlauf 62. Mal abgelöst. So. Start. So, Code war 1805.
Und Passwort war 9691. Ist auch immer der gleiche. Also da braucht ihr euch jetzt keine Sorgen machen, aber ich bin da mal ein bisschen sehr vergesslich. So, 62001. Richtig. Nach S-Bahn-Umfeld der Stadt. Richtig. So, haben Bus auch eingestellt. So, schalten wir mal hier wieder alles ein, damit wir hier nicht wieder eine zu schlechte Bewertung bekommen. So. Zusammen sind wir, brauchen wir jetzt 8 Minuten. Wir müssen so rumfahren. Okay, wir müssen zur Rammradbrücke. Ich guck mal nach. Ja. Wieso kommen wir jetzt auf diese Karte jetzt? Ja, genau. Also, wir sollen da drehen. So. Okay, jetzt können wir schließen. Klein Machno. Deswegen liebe ich diesen DLC. Das ist alles bei uns um die Ecke. Toll. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier wenden können irgendwie. Einbahnstraße gewesen. Der Bio kann es halt. So. Hallo. Hallo. So, Starthaltestelle haben wir erreicht. Rammradbrücke. Dann spulen wir jetzt die Zeit noch ein bisschen vor. 5 Minuten. 12:03 Uhr. Also, geht's los. Wieder on Tour hier. Ja, wie in Schweden hier, den Kreisverkehren hier. Aber auch das geht mit Tastatur. Also es ist absolut spielbar mit Tastatur. Ihr braucht nicht zwangsweise naja, weil wir blinken nämlich. Seht ihr?
muss das unbedingt mal einschalten, dass wir den wieder ausschalten können. Aber das finde ich super, dass sich der S-Dragon das Spiel jetzt auch gekauft hat. Der hat ja keiner Hallo. Von unseren Hallöchen, von unseren schönen guten Mitgliedern Tag. Besitzt Omsi. Ich war der Einzige gewesen, der hier Omsi hatte. Aber gerade durch diesen DLC ist das Spiel so. Ja, setzt das Spiel einfach nochmal auf ein neues Level. Und das muss man einfach mal so sagen. Durch dieses ganze Wirtschaftsmanagement, der jetzt einen neuen Einzug erhält, jetzt hier in Omsi, wird das Spiel dadurch echt interessant wieder. Haben wir jetzt schon mal zwei Touren jetzt für die Firma. Sind wir jetzt schon mal gefahren, das ist schon mal eine coole Sache. Die Firma sieht dann dementsprechend auch, dass wir hier. Oh. Sie musste mal ein bisschen abrupt abbremsen. Die Haltestelle ein bisschen übersehen hatte. Oh, ich schenke mal viele aus. Jetzt wollen wir mal kurz warten. Ein bisschen zu früh hier an der Haltestelle. Sonst sind wir zu verfrüht losgefahren. Ja, man muss die Tricks von Omsi einfach kennen, ja, damit das einfach mal alles gut ist. So diese 2-Minuten-Toleranz, die ist immer noch. Jahnstraße. So, jetzt verlassen sie uns wieder fast alle. Auf dem Platz.
So, ihr Lieben, ich würde sagen, morgen geht's weiter mit einer neuen Folge OMSI. Ich würde mich freuen.